Hallo und Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft begrüßen. Ja, in der letzten Folge sind wir da rein stehen geblieben, da hinten ein bisschen schön Terra zu formen. Und ja, dann machen wir doch weiter. Es laggt gerade ein bisschen, weil ich im Hintergrund gerade noch die alten Folgen von Montag und Mittwoch render, weil wenig Zeit und so. Ja, ich habe ja auch heute ein kleines Zimmer für die kleine Terraform-Runde ausgesucht. Ist ja nur eine Folge heute. Und zwar übrigens läuft auch neue Musik ein bisschen. Ein schöner kleiner Zelda Dumpster Remix, höre ich auch privat ein bisschen. Und da habe ich gedacht, ja komm, kannst du das ja auch mal so gesehen in die Let's Play Playlist mit einbeziehen. Und zwar geht es um ein Thema, das uns allen bekannt ist und das wir auch alle sehr mögen. Und zwar fängt es mit G an und hört mit A auf. Genau, es geht um die tolle, tolle Gamer. Ja, die hat uns in letzter Zeit schon einiges an Kummer bereitet. Vor allem nicht nur uns, sondern auch vor allem den YouTubern, die jetzt selbst Sachen hochladen. Da wurden teilweise Videos gesperrt, weil wegen Urheberrechten. Dann haben sich sogar die Publishers selbst dafür eingesetzt, dass die wieder entsperrt werden und alles. Hat es alles schon gegeben. Ja, und jetzt will die tolle GEMA nicht nur das Geld von YouTube oder den YouTubern, sondern von euch. Ja, von den ganz normalen, regulären YouTube-Nutzern und Zuschauern. Und zwar übrigens gibt es, ja, ich habe ja schon erwähnt, keine Shader und Leggy, weil Rennen. Und zwar wollen sie jetzt, also wenn jetzt irgendwie ein schönes Video seht, jetzt sagt mal gerade mal, hier, oh, guck mal, ist wieder, Pierre hat ein neues Minecraft-Video hochgeladen, das muss ich gleich mit meinen Freunden sagen, weil es zu episch ist und deswegen teilt das auf Facebook oder Twitter oder keine Ahnung, dann müsst ihr dafür in Zukunft Geld zahlen, ja, weil die EU-Kommission hat mal, eine weltweite oder halt eine europäische Umfrage dazu gestartet, wie halt die Urheberrechte mit dem, also die Urheber mit dem, mit den Rechten allgemein, wie es halt läuft mit dem Urheberzeug und so zufrieden sind. Und die haben die jetzt gar nicht, also ich habe so ein paar Informationen von High Five, ein paar Informationen von Sample Video, also. Warum lebst du? Es ist verfickt nochmal Tag, geh sterben. Oh, sorry, ja. Ich geh ins Wasser, guck mal. Hab ich getroffen? Schade. Jetzt treffe ich hier oben drüber, ne? Dieser Winkel ist, glaube ich, nicht möglich zu treffen. Egal. Ja, und dann haben die halt so gesehen eine Umfrage gestellt, aber eigentlich haben sie es ja gar nicht richtig befragt, sondern einfach gehandelt gleich direkt. Und halt, irgendwie Österreich halt gesagt, ja, nö, alles voll scheiße und so. Ja, und seitdem sagen die halt, ja, wenn jetzt irgendwie was auf YouTube, auf Facebook, Twitter oder Google Plus oder was weiß ich embedden wollt, dann müsst ihr dafür in Zukunft zahlen. Und das Geile ist ja, YouTube drückt ja schon mächtig Geld für die ganzen Lizenzrechte und so weiter ab. Und da, weil es sind eigentlich schon noch Geld für die Einbettung. Kannst du mal weggehen? Ich würde da gerne Sand hinbauen. Komm, geh weg. Au! Hey, du bist doof. Ich wollte da nur Sand bauen und hier stirb, ganz ehrlich. Ja, und eigentlich ist halt in dem Geld, wo halt YouTube schon an die GEMA drückt für die Lizenzgebühren, sind halt schon die, ja, die solche Kosten eben für Einbettung und so weiter schon enthalten. Und die wollen jetzt dann so gesehen einfach doppelt viel Geld. Einmal von YouTube fürs, für allgemein schon für die GEMA und dann noch von euch fürs Einbetten. Ist das nicht toll? Ja, jetzt meine Meinung dazu. Aber ich finde es ein Unding. Ich schüttel schon länger den Kopf über die GEMA und so weiter. Aber das, was sie jetzt wieder abziehen wollen, ist einfach unglaublich. Vor allem eine Version oder eine Funktion, die bis jetzt immer kostenlos war, jetzt plötzlich sagen, ja, das Geld so. Einfach so ganz plötzlich, weil ich ohne Vorwarnung, ohne überhaupt mal jemanden zu fragen. Und stell mal vor, irgendwie, ihr wollt ein Video teilen, dann müsst ihr dafür sofort Geld zahlen. Das ist kacke. Und vor allem, was machen sie mit den Videos, die jetzt schon eingebettet sind? Bleiben die drin? Wenn die nachträglich gelöscht, muss man dafür nachträglich zahlen? Oder, wenn ich jetzt gerade noch mal denke, wenn ich jetzt gerade sowas wie Let's Plays mache, dann kann ich die nicht mehr auf Facebook und Twitter machen, sonst muss ich die zahlen. Genauso geht's Kronk mit Kronk.de oder werden noch eigene Websites. Skate, Skate72 Germany und alle, die können es dann alle nicht mehr irgendwie auf Facebook, Twitter, etc. teilen. Weil sie dafür halt Geld zahlen müssen und das finde ich so eine unglaubliche Frechheit, eine Unverschämtheit von der GEMA. Was mich noch am meisten aufregt, sind diese Unwissen, die dann immer sagen, ja, die GEMA ist doch gut, die schützt die Urheber. Es wurde sogar schon, und das ist jetzt wirklich das Allerkrasseste, es wurde sogar schon mal von irgendwelchen Leuten, die halt Lieder von sich selbst auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen haben, also wirklich komplett selbstproduzierte Musik, diese YouTube-Kanäle wurden dann wegen Urheberrechtsverletzung gesperrt, weil sie ihren eigenen Content auf ihrem eigenen Kanal hochgeladen haben. Der Schiff hat noch irgendwas im ID-System, irgendwie was mächtig falsch oder kommt mir das irgendwie nur so falsch?
Nein! Nein! Ich wollte eigentlich gerade nochmal nein sagen, aber gut. Oder du kommst mir da was falsch vor. Es gab auch schon Sachen, jetzt gerade wenn ich jetzt hier so, jetzt gerade hier teilweise so hier die Musik im Hintergrund, ich habe auch mal was von Nintendo oder Ubisoft, wenn da dann irgendwas mal, hier steht, irgendwie wenn ich dann meinen Kunden ID Treffer kriege, kann ich das schon bei Nintendo und Ubisoft verstehen, weil das halt auch ihre Musik ist. Aber wenn ich dann plötzlich bei KST Beats, also bei der er seine Musik wirklich komplett selber macht oder Remix und halt auch anbietet, oder gerade jetzt auch bei sowas bei LOL, wenn ich dann da plötzlich so irgendwie, ich finde da so ein hässlicher Dingsbums drin, ich kann da nicht, geh weg. Und ich rede dann plötzlich so hier, oh, jetzt bin ich gerade voll abgelenkt von der Musik. Hier ist so eine Nachricht. Ja, hier Urheberrechtsverletzung von so einer ganz komischen Firma UMP Electronics oder so, keine Ahnung. Ich habe mir das mal, wo habe ich denn das gesehen? War das, habe ich das bei Kedos gesehen oder wo war das mit dem komischen Urheberrechtszeug? Das war aber vor dem Teil mit dem Einbetten. Egal, auf jeden Fall, er kauft sich dann halt irgendjemand die Lizenzen, obwohl sie ihm gar nicht gönnen, obwohl die einfach für jeden frei nutzbar sind, aber die kaufen die sich dann einfach. Und wenn man das dann halt dementsprechend in einem Video nutzt, muss man dann halt dafür zahlen. Toll, ne? Ich bin richtig froh, in der Gesellschaft zu leben, wo das mit dem Urheberrecht alles so makellos funktioniert. Huscht, 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 huscht. Jetzt geht einfach auf den Sack, ganz ehrlich. Ja, könnt ihr mal gerne reinschreiben, was ihr davon haltet mit der Game, mit dem ganzen Kack aktuell, was da wieder abgeht. Ich find's einfach nur lächerlich und... Ja, wenn du irgendwie sagen, ja, zahl bitte dafür, dass du wieder einbettest, dann... Könnt ihr es ja dementsprechend nicht mehr auf Facebook und Twitter einbetten, müsst halt alle auf YouTube gucken, dass ihr es mitkriegt. Ob zumal da noch die Abo-Box total verbuggt ist, dass es dann da wieder keiner mitkriegt. Das ist einfach so kacke, wie... Gamer und YouTube wirklich nach und nach immer weiter dazu ranschreiten, YouTube komplett zu zerstören. Was ich mir wirklich mal wünschen würde, eigentlich als Zuschauer auch, dass die YouTuber, also wirklich alle großen YouTuber, alle die wirklich Videos produzieren, einfach mal streiken und mal für einen Monat zu sagen, ja, ich gebe dann zwar keine Videos, aber wenn da wirklich alle großen YouTuber mitmachen und wirklich jeder mitzieht. Und das ist ja gerade nicht schwer, weil aktuell verbindet sich sowieso die ganze Community von YouTube und so weiter. Und da wirklich einfach mal konsequent alle mitziehen würden und dann sagen, ja, wir laden nichts mehr hoch, wenn du das nicht fixst, dann... Ich denke, dann würde YouTube ganz schnell alt aussehen. Wenn man dann noch irgendwie die amerikanische Community, so like PewDiePie und so weiter, dazu bringt, dann sieht es schlecht aus für YouTube, weil dann haben sie keine Videos mehr, auf denen sie Werbung schalten können. Außer halt ist gerade so Vivo kacke Musikvideos, aber... Was war das? Du kleiner Blöckewerfer, du... Nein, er wirft mein Feuer. What the fuck? Lol. Ich hab Wasser bekommen. Los, Wasser. Wasser. Oh, verdammt, das geht ja. Platsch, platsch. Jetzt bräuchte ich nicht mehr, um sie wegzumachen, ne? Es gibt auch was, das nennt sich Zubauen, Patrick. Ganz neu. Ja, wie gesagt, ich finde es einfach scheiße von der GEMA und von YouTube. Ich wäre echt mal für einen Monat YouTuber-Streik. Ich glaube, da wird sich vielleicht etwas ändern, weil... Was auch ein Problem ist, YouTube hat einfach keine Konkurrenz, außerhalb mein Video. YouTube ist eigentlich so gesehen wirklich ein Monopol, was in Sachen Videoproduktion und so weiter anbelangt. Und ja, das haben wir gerade schon in VWL, also Volkswirtschaftslehre in der Schule. Wenn du halt Monopol hast, kannst du so gesehen halt fast einfach alles machen, weil jeder mitziehen muss. Das ist genau wie bei der Bahn, die hat zwar da eine Verspätung, aber man muss ja trotzdem mitziehen, weil man ist ja so gesehen darauf angewiesen. Man kann zwar noch Bus fahren, aber wann fährt mein Bus von Ulm nach Köln durch? Sag mir das mal. Gerade sowas. Und das ist dann einfach, ja, döf. Also natürlich, du fährst im Auto, aber wenn du in Köln mit dem Auto rumfährst, viel Spaß. Geh doch weg da! Boah, ich hasse die Viecher, ey, teilweise. Mein Mokü ist schon cooler, wenn du dann da was hinbauen willst und die lassen sich nicht, ist das voll döf. Ich brauche noch viel mehr Platz, wenn die hier was bauen wollen. Hier passt gerade mal ein Turm hin. Wie ich auf Türme komme. Ich guck ja Minecraft WG und Rada baut gerade nur Türme. Nur Türme. Ich habe mir schon überlegt, zum Piraten zu wechseln. Der baut wenigstens einen Piratenschiff, aber. Ich hoffe einfach, dass sich das mit der GEMA dann wirklich irgendwie wieder einklingt und die dann vielleicht doch wieder zurückziehen. Das wäre echt... Das wäre einfach nur... Das Letzte.
Das allerletzte. Aua! Doch nicht du. Du bist auch scheiße, weil du mich abschießt, aber nicht so schlimm wie die GG, ma. Lol, ich hab das. Ja. Ich habe mir eigentlich noch ein Thema rausgesucht. Was war denn das? Ui, unser Sand ist leer. Noch nicht ganz. Was ist denn noch aktuell zur Zeit? Ja. Tolles, richtig tolles Thema, wo wir auch schon mal in der letzten Folge ein bisschen angeschnitten haben, aber jetzt mal ein bisschen allgemeiner. Castingshows plus Dschungelcamp, ja, der Kack ist jetzt ja Gott sei Dank vorbei. Ich glaube, die Melanie, die komische Bitch vom Bachelor, hat gewonnen. Das Promi-Dschungelcamp, ich verstehe immer noch nicht, wie man diese Menschen wirklich Promis nennen kann. Ich meine, Michael Wendel ist ja zumindest noch ein bisschen bekannter, aber alle anderen habe ich gedacht, wer ist das? Ich habe im Nachhinein erfahren, irgendwo mal, an irgendeiner Ecke mal gehört, die Hälfte macht irgendwie komische Musik und plant das neue Album um alles. Ja, schrecklich Fernsehen, ey. Gerade die Melanie, die war halt beim Bachelor dabei, das ist wirklich, da ist wirklich sehr viel Prominententalent möglich, um beim Bachelor zu sein, also unglaublich, also Applaus dafür, wow, das könnte ich nicht auf jeden, ja okay, ich kann schon mal nicht, welchen Mann bin, aber ihr wisst, wie ich es meine. Einfach lächerlich, sowas als Promi zu bezeichnen oder den, keine Ahnung, 5., 6. von DSDS da reinzustopfen, von dem zweitgrößten Mist auf RTL, Marco Angelini hieß der, keine Ahnung, wie oder was denn DSDS gesungen hat, ich guck seit der letzten Staffel keins mehr. Ja, ich habe davor geguckt, davor war ich auch noch kein Hardcore-Gamer und hab gesagt, ja, RTL ist eigentlich wirklich scheiße. Ich hab, nein, das sage ich jetzt nicht, das ist mir zu peinlich, aber ja, weil das ist schon einfach immer schrecklich, wenn ich dann irgendwie runtergehe und meine Eltern so sagen, ja, du bist nur vom PC, setz dich doch mal zu uns, guck mal, sonst fängst du, was läuft Dschungelcamp. Da denke ich mir nur, ja, wenn wir was Gescheites angucken, dann lieben gerne, aber das, was da läuft, ist einfach nur absolute Scheiße. Und dann sagt die, ja, das, was du auf YouTube anguckst, also ich guck ja mehrere Let's Player, Ungespielt, Dener, GLP, Tadel und noch viel mehr andere Debitor hier, ein bisschen Gronkh aktuell wieder, Radamu natürlich. Und dann sagen die, ja, das ist auch voll die Scheiße. Ja, ne, total. Ich nicht so, dass Videospielen nachgewiesen wird, dass es wirklich die Intelligenz und auch das Denkvermögen, Alter, ich hasse den Fisch gerade so richtig derbe, steigert und alles. Ich glaube nicht, dass man das gleiche mit RTL behaupten kann. Ja klar, es macht auch ein bisschen doof, kann man an mir sehen. Aber es ist noch lang nicht, und zwar bei weitem nicht so schlimm wie RTL zu gucken. Diese unglaublich viel vorgespielten Realitäten und geskriptete und gedarstellte Scheiße geht einem so auf die Eier. Ich verstehe es nicht, wie ein Sender so berühmt werden kann. Haben wir nicht Erde für das Teil hierbei? Eigentlich sollten wir das schon aus Erde machen. Ja, ich mach das dann, wenn der Sand leer ist. Ich verstehe nicht, wie man sowas wirklich gucken kann. Ich bin dieses Jahr Gott sei Dank komplett davon verschont verblieben. Ich glaube, letztes Jahr auch. Obwohl, letztes Jahr habe ich irgendwie noch hin und wieder reingeguckt. Da war es eigentlich ganz nett. Ich glaube, letztes Jahr war es kurz bevor ich meinen neuen PC bekommen habe, oder? Ja! Genau deswegen habe ich letztes Jahr auch geschaut, weil ich keinen PC hatte. Sonst hätte ich den Kack auch nicht geguckt. Ja, da war mein Laptop kaputt, an die sich noch erinnern. Da gab es auch alles mögliche an Infovideos und so weiter. Und ja. Aber wie gesagt, dieses Jahr wirklich gar nicht. Und dieses Jahr bin ich eigentlich auch nicht. Habe ich eigentlich auch kaum Zeit, um irgendwie zu zocken oder zu hochzuladen. Ich habe gesehen, dass es in letzter Zeit immer wieder kleinere Pausen gibt. Ich hoffe, dass die Woche jetzt makellos lief, weil wir haben heute Sonntag, Samstag, das Liebe dann am Freitag, ob alles makellos gelaufen ist. Aber müsste eigentlich schon. Bum, 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 hallo Waschbär. Oh, guck mal, der jagt den Vogel feuchtig. Das dauert mir zu lange. Wo ist meine OP-Schaufel? Da ist es. Oh, da ist es weg. Puff. So, das, halt fail. Das, 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 das.
So, nachdem wir jetzt ja weitgehend über die GEMA und RTL die zwei tollsten Sachen in der Welt hergezogen haben, was können wir denn noch labern? Mir fällt nichts ein, dir Schaf? Mäh, falsche Antwort. Tja. Es ist selber schuld, verdammt, dass ich hier rumschwimme. Na, 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 ich schwimme gerne. Na, 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 na. Hui. Du, 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 du. Sorry, ich hab irgendwie voll den Ohrwurm von dem einen Zelda-Lied. Keine Ahnung, das war einfach cool. Da noch, da noch, da. Oh boy, Dingsbums ist schon wieder kaputt. Inventory Tweaks. Inventory Tweaks. Oh ne, ich möchte nicht über Miley Cyrus reden. Das ist dann schon wieder unter meinem Niveau. Und mein Niveau ist sehr niedrig, wie ihr wisst. Sande die... Ah, jetzt bin ich in den Sand reingefallen. Voll doof. Voll gut. Nein! Ich werde natürlich da, glaube ich, nachher nochmal ein bisschen ausbauen. Wahrscheinlich dann werde ich versuchen, das hier alles... Alter, das schaffe ich doch niemals bis zur Folge 150. Gibt es ja ein paar überlange Folgen. Das könnte man ja auch mal in einem Stream machen. Und dann auf dem Server mit Helfern. Ja, das mache ich. Das ist eine gute Idee. Ja, ja. Wenn wir dann bei Folge 149 sind, dann noch ein bisschen mehr brauchen, dann kündige ich einen wunderschönen Stream an und dann machen wir das da einfach. Das ist eine sehr gute Idee. Du solltest doch gerne eh mitmachen, weil ich glaube nicht, dass jeder meiner Freunde da Bock hat, mir beim Terraform zu helfen. Aber das guckt man dann später noch. Wir sind da gerade mal bei Folge 100 irgendwas mit 40. Keine Ahnung. So, hier das letzte. Oder jetzt gehen wir langsam in Heavys Ticke rein. Ticke rein. Ticke rein. Ich weiß, gerade läuft ein anderes Lied, aber lasst mich in Ruhe. Ich mag das von vorher immer noch irgendwie voll gerne. Ich hab das Lied voll lieb. Ich liebe Musik. Oh, ja, Musik. Okay. Interessant. Definitiv. Die Folge geht noch gut 2 Minuten, deswegen lohnt es sich auch nicht mal ein neues Thema anzufangen, sondern einfach noch mehr Sand zu bauen und Sand zu bauen und immer mehr und mehr und mehr und mehr 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 Sand. Der Sand, der ist zu viel, so unglaublich viel. So, was ich noch sagen wollte ist, wegen den Videos diese Woche, ich weiß es nicht, ob am Mittwoch LOL kam oder ob morgen LOL kommt. Beim Retrofeiern nachher bin ich mir auch nicht sicher, also... wie gesagt, wenn am Mittwoch LOL kam, wird am Samstag wahrscheinlich definitiv auch noch LOL kommen. Also haben wir zu 80%. Und vielleicht kommt nachher auch ein Retrofeiert, ich weiß nicht, wie ich es schaffe. Also, ihr seid gewarnt, es kann sein, dass er nicht kommt. Also ich gucke dann, wie ich es schaffe. Aber wahrscheinlich... Na, ich weiß nicht. Ich weiß gerade echt gar nicht, ob oder ob nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal gar nichts und mache gerade fertig. Und dann können wir auch gleich die wunderschöne Folge beenden. Und dann gehe ich noch mehr aufnehmen. Ganz viel. Obwohl, das ist viel. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Goodbye the Pony auf. Dann noch ein bisschen Sparks Challenge. Aber jetzt halt mit Facecam. Und ja, dann geht's mal Rabben an mit meinen Kumpels zocken. Wenn man da ein paar LOL-Runden zockt, die vielleicht auch mal ein bisschen kürzer sind, dann nehme ich halt einfach ein paar mehr LOL-Runden noch auf nachher. Dann kann man dann damit dementsprechend 2 kurze nehmen, die dann auch kurz zum Rennen sind und so weiter. Aber das sieht man dann, ja. Ja, ich glaube, der Sand wird bald knapp, ey. Ich meine, das wird langsam echt wenig. Obwohl, eigentlich nicht. Ich verarsche euch nur. Sorry. Es brach gerade einfach so aus mir raus wie ein Pickel. Ein großer, fetter, eitriger Pickel. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich auch nicht schlafen, weil er die ganze Zeit am Sidious Pickel denkt, muss das ein Pickel, er ist so pickelig. Oh, Pickel, nein. No, no. Alter. Ich muss aufhören, so viel GLP zu schauen. Das
Es tut mir einfach nicht gut. Ich erinnere nur am Start, an den Start und die Folge vom Montag. Mehr? Mehr muss man dafür gar nicht erwähnt haben. Ui. Sorry, Fisch. Dass ich dich gerade so auf... LOL, ich kann den Hai reiten. Das ist ja... Kann ich mit dem wirklich auch... Oh, sorry. Komme ich wieder da runter? Wie komme ich hier runter? Rechtsklick? Ah! Ich habe ihn aus Verzweiflung, weil ich nicht mehr runtergekommen bin, getötet. Ja, ich würde sagen, das passt sehr gut als Ende von dieser Folge. Erstmal ein unschuldiges Tier getötet, weil ich es geritten habe. Hört sich auch irgendwie falsch. Und auf jeden Fall danke fürs Zuschauen für diese Folge. Die nächste Folge wird wahrscheinlich weniger lecker, keine Ahnung, ob oder ob nicht. Ich weiß ja noch nicht, ob nächste Woche die Folge dann wieder normal kommen und regelmäßig. Das muss ich erst noch schauen, wie ich es zeitlich hinkriege. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen für diese Folge. Euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und da ist es ja noch zu sagen, außer tschüss.